Willkommen zurück zu einer Aufnahme von Let's Play Oblivion. Wir haben hier das letzte Mal der Fürsten geholfen, sind jetzt auch ein Höfling und sollten wieder mit Chirurgen. Ja, schau mal, wer da ist. Sei's drum. Ihr habt also beide Seiten des Wahnsinns kennengelernt. Wundervoll. Ihr seht erfüllt aus, voller Füllung. Aus den Nähten platzend, nahtlos. Nun zum Kern eures Unternehmens, dem springenden Punkt, dem Grund, warum ihr hier seid und der wahrscheinlichen Ursache eures Todes. What? Ihr werdet den grauen Marsch aufhalten, den Lauf der Dinge ändern, den Kreislauf unterbrechen. Ein Haar in der Suppe. Eine neue Ursache für eine andere Wirkung. Wir werden die Dinge ändern. Nein? Diesmal wird alles anders sein. Ihr werdet mein Champion sein. Ihr werdet mächtig. Ihr werdet ich, Prinz des Wahnsinns, ein neuer Sheogorath. Oder ihr werdet beim Versuch sterben. Das liebe ich an euch. Wie kann ich ein Dethrafus sein? Eine berechtigte Frage. Aber eigentlich nicht. Wenigstens glaube ich es nicht. Aber ihr werdet Macht haben. Meine Macht. Versucht sie nicht zu verlieren. Es ist immer so mühevoll, sie zu ersetzen. Doch praktisch werdet ihr ich sein. Ein Ich, um ihn zu bekämpfen. Da ich nicht da sein werde. Eigentlich ganz einfach. Wenn ihr mal darüber nachdenkt. Ja, klar. Weil ihr einen recht netten Eindruck macht. Und weil ihr es schon so weit gebracht habt. Und wenn ihr es nicht tut, verschlinge ich eure Seele und spucke sie in den sich ewig füllenden Nachttopf der Alterslosen. Nein. Doch hauptsächlich, weil ich euch freundlich gebeten habe. Ach so, das ist der Grund, also, okay. Nicht hier. Sagte ich das nicht schon? Ich bin niemals hier, wenn Jygalak umgeht. Das ist eine der Regeln. Ich habe euch für den Augenblick schon zu viel gesagt. Was bin ich doch für eine Plaudertasche? Ich sehe, dass euer sterbliches Hirn bereits raucht. Reden wir später weiter. Okay, was kommt als nächstes? Nun, habt ihr die große Fackel gesehen, die hell über Neu-Sheod brennt? Nein, natürlich nicht. Denn sie brennt nicht. Und das werdet ihr in Ordnung bringen. Okay. Ihr werdet nach Sylarn gehen und die Flamme Agnons holen, um die Fackel neu zu entzünden. Oh, und gebt Acht auf meine Handlanger in Sylarn. In ihrem ewigen Streben, meine Gunst zu erringen, kämpfen sie ständig um Sylarn. Das ist manchmal ermüdend. Aber ehrlich, es ist göttlich. Göttlich ermüdend. Tja, das ist jetzt euer Problem. Fort mit euch. Ich will euch nicht wiedersehen, bis die große Fackel entzündet ist. Ich möchte euch nicht allzu wehtun müssen. Oh, und vergesst nicht, Verwendung für den guten Haskell zu finden. Unter uns. Ich glaube, wenn er nicht 3 oder 4 Mal am Tag beschworen wird, hat er das Gefühl, dass man ihn nicht zu schätzen weiß. Ach was. So, fragen wir dich noch ein bisschen aus. Tylana. Dort werdet ihr die Flamme Agnons finden. Hört ihr mir eigentlich zu? Funktionieren eure Ohren? Wenn nicht, kann ich bestimmt etwas Besseres mit ihnen anfangen. Das hört sich schmerzend an. Geht und holt die Flamme. Bringt sie zum Sakellum. Entzündet die große Fackel. Wie könnt ihr ich sein, wenn ihr nicht einmal tun könnt, was ich euch sage? Ich höre nie auf mich selbst. Damit wird die große Fackel entzündet. Haben wir das nicht schon längst abgehandelt? Ihr findet es in Sylarn, bewacht von meinen Heiligen und Verführern. Okay, der graue Marsch. Ihr seid aber neugierig. Ihr wisst doch sicher, was man so über Neugier sagt. Er wisst aber kein Khajiit. Sie hat den furchtlosen Abenteurer umgebracht, der lieber immer genau das tun sollte, was ich sage. Ihr werdet den grauen Marsch aufhalten, indem ihr zu mir werdet. Oder zu einer Version von mir. Ihr werdet Macht haben, genügend Macht, um Jygalak aufzuhalten.
Okay, und die große Fackel? Die große Fackel scheint hell über Neu-Sheod. Ein Hoffnungsstrahl für alle Bürger. Nur, das stimmt nicht. Sie ist erloschen. Das passiert immer, wenn der graue Marsch beginnt. So wie jetzt. Das macht alle meine Untertanen nervös. Angespannt, mordlustig. Zumindest einige von ihnen. Wir müssen die Fackel wieder zum Brennen bringen, bevor dieser Ort vor die Hunde geht. Und Jügalak, was ist mit Jügalak? Er kommt? Darum gehe ich. Alles höchst lästig. Meint ihr nicht auch? Ihr werdet ihn aber aufhalten. Und als erstes müsst ihr dafür sorgen, dass sich meine Leute sicher fühlen. Sonst gehen sie noch für ihn arbeiten. Das wollen wir natürlich Es ist nicht. Ärgerlich, um die Wahrheit zu sagen. Ein wenig verletzend. Aber das machen sie jedes Mal. Sich dem Feind anschließen und Priester der Ordnung werden. Okay, aber das ist ein Priester der Ordnung. Das sind die Schlimmsten. Meine eigenen Untertanen. Und sie arbeiten für den Feind. Das reicht, um einen alten Daedra-Fürsten zum Weinen zu bringen. Dazu kommt, dass sie diejenigen sind, die diese Obelisken benutzen können. Ein bisschen Singsang, ein kleines Ritual und Peng! Ha, Ritter der Ordnung! Schlechte Nachricht. Tötet sie ohne Warnung. Doch berührt die Leichen nicht, bis sie wirklich tot sind. Und das sind sie nicht, bis ihr den Obelisken deaktiviert. Obelisken. Sie werden mit jedem Tag aktiver. Das ist kein gutes Zeichen. Wisst ihr, was ein gutes Zeichen wäre? Kostenlose Milchsemmeln. Wem würde das nicht gefallen? Stellt sie kalt, wo immer ihr könnt. Und sorgt dafür, dass ihr die Priester tötet, die ihr bei ihnen findet. Andernfalls können sie den Obelisk erneut aktivieren. Okay, Ciao. So, reden wir nochmal mit Kaspel. Ja, benötigt ihr etwas? Viel Dialog, ne, aber YOLO. Grauer Marsch, große Fackel, Flamme, Arken, Obelisk, ne, der hat nicht das, was ich fragen das wollte. Das Leben ist... So, wir haben vorhin einen Bogen bekommen. Oh, das ist... Ob die es glaubt oder nicht, aber das ist einer der besten Bögen. Der ist ziemlich gut. Zum Beispiel könnt ihr das einfach alles in die Luft jagen lassen. Aber wir haben so viele Sachen im Inventar. Wir müssen umgehen mit dem Händler. Ein Haus wäre auch ganz nett hier im Viertel. Irgendwo. Eine Truhe wenigstens. Ne, wir wollen nicht zum Palast, wir wollen nach Bliss. Das erste. Wobei Bliss war, glaube ich, die bunte Stadt, oder? Ja, war es. Bereich wird geladen. Sprecht, Bürger. Egal. Hallo. Ich frage bisher nicht. Wir gehen lieber hier rein. Seid gegrüßt. Rendil Drarara, begnadeter Küchenchef zu euren... Ihr habt noch kein wirklich gutes Mahl gegessen, bis ihr mein Erdbeer-Harada-Grünstaub-Limonen-Überraschung und meine Spinneneier im Glas gekostet habt. Ich habe jetzt schon keinen Appetit mehr. Auf Wiedersehen. Braucht ihr etwas? Man braucht so vieles im Leben. Ich wäre eventuell willens, mich von einigen Dingen zu trennen, wenn der Preis stimmt. Okay, du hast aber nichts so Besonderes. Deswegen gucken wir mal, was ich so Besonderes habe. Zum Beispiel das hier. Das finde ich... Das hier. Da habt ihr ein gutes Geschäft gemacht. Das behalten wir fürs Erste. So viele Waffen, die können wir gar nicht alle behalten. Und hier, da gucken wir erstmal. Beine der Tanzenden irgendetwas. Geht nicht weiter. Perfekte Wahnsinnsbeinschienen. Okay, das sind 7. Das sind 4. Das heißt... Nee, das heißt gar nichts. Wir können hier nichts anfangen. Nein. Auf Wiedersehen. Wir müssen zum Schmied. Beziehungsweise zu einem Schmied. Habt ihr meine letzte Aufführung gesehen? Ich glaube... Ich hoffe, das ist jetzt einer der Schmiede in der Stadt. Ja...
Hallo, ich bin Dumag Grobonk, der beste und hübscheste Schmied der Stadt. Ich kenne die geheime Kunst des Bernsteinschmiedens. Hier, nehmt die Liste. Sie erklärt, was ich brauche. Danke, aber hier. Ich kann fast alles wieder so gut wie neu. So, wir brauchen nämlich... Das wird teuer alles reparieren. Wir brauchen... Was zum Geier? Ach du Kacke, das ist ärgerlich. Wir müssen unbedingt ein guter Schmied werden. Wiedersehen! Ihr habt gerade gesehen, was passiert Gut ist. Gut euch wieder zu... Rüstung und Waffen. Vielleicht nicht hübsch, aber sie erfüllen ihren Zweck. Okay, ganz ruhig. Wir verkaufen das hier. Das finde ich anständig. Ich auch. Verkaufen wir das hier? Das ist ein gutes Geschäft. Das verkaufen wir auch. Das ist ein gutes Geschäft. Ja, muss ich nicht immer wiederholen. Ich will nicht mehr leben, ich will das hier haben. Das kann ich akzeptieren. Wenn okay, ich kann fast alles wieder so gut wie neu aussehen lassen. So, dann noch ein Brusthaar. Oh Gott. So, jetzt haben wir keine Hosen an. Macht nichts, jetzt haben wir sie wieder. Wiedersehen, Schatz. Der hat uns gerade Schatz genannt. Beginnen wir mit der Quest, bitte. Ja. Ja, bitte. Die kalte Flamme von Agnos. Da sollen wir hin. Da gehen wir hin. Wir gehen mal vom Dünnerwurzbau. Ich glaube, von da aus sind wir schneller. Hoffe ich doch mal. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Da lang. Als könnte der Tag nicht gut anfangen. Ich weiß gar nicht, was haben wir alles für Zauber. So. Durch stetigen Üben habt ihr weitere Kreaturen entdeckt, die ihr von der Ebene Oblivions herbeirufen könnt. Ihr seid jetzt Geselle der Beschwörungsmagie. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Scheiße, zwei Gegner. Was ist das, Galon? Morgenshaft hat ein Leben ausgelöscht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir ziemlich gut. So. Okay, das können wir nicht so absagen. Aber die Dinger, ne? Ja, gucken mal, dass wir auch ein bisschen Alchemie mitbringen. Ein bisschen unbedingt was berücksichtigen. Ein bisschen aufmachen. Weil wir haben ja jetzt gemerkt, wir sind kein Schmied. Und das wird teuer. Außerdem glaube ich, dass Meisterschmied oder ich glaube schon Experte können. Warte. Geselle kann magische Sachen reparieren. Experte. Ich glaube schon ein bisschen besser als 100. Und Meister dann super 100, denke ich mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Und Alchemie. Desto besser wir in Alchemie werden und einen höheren Rang bekommen, desto mehr, jetzt sage ich mal, Eigenschaften der Kräuter erkennen wir. Und als Meisterschmied können wir mit einem Kraut, also wir nehmen, pflanzen jetzt eine beliebige Blume, das sagen wir mal, jetzt ist hier gerade nichts zum Pflücken. Wir nehmen jetzt einen Stängel davon, bekommen es natürlich dann auch, da können wir aus einem Stängel einen Trank machen. Und das ist dann ziemlich geil. Oder einmal Irrlichtstaub und dann können wir einen Irrlichtstaubtrank machen. Mehr oder weniger. Ich frage mich, wie die Effekte dann variieren. Da müsste man eigentlich auch voll die mega Monster-Heiltränke machen können. Indem man hier viermal dann mit Lebensenergie macht. Und ich wurde in Steam angeschrieben. Warum werde ich merkwürdigerweise in Steam angeschrieben? Ich könnte denken, wer das ist. Der liebe Fabian, der mit mir jetzt noch in der WoW zocken möchte. Aber ich habe gesagt, ich habe erst in 2 Stunden wieder Zeit. Deswegen Pech gehabt. Ich mache die Aufnahme fertig und danach mache ich noch eine Aufnahme. Okay. Hier, ich
finde langsam, ich rede ein bisschen schnell, aber hier... Wow, das ist ein bisschen erschrocken. Aber hier... Fixer. Eieieie! Der schießt hier uns mit Feuerzaubern ab. Ah, den haben wir ja schön weggeschleudert. Na hier, eine Skalenflosse. Könnten wir jetzt, sagen wir mal, ein Gift machen, mit Lebensenergie klauen. Das wäre doch praktisch und wunderschön für jeden. So, wir sollten auf uns, jetzt wo wir Geselle sind, können wir glaube ich einen Sturm-Adrenage oder so rufen oder einen Feuer-Adrenage. Und die sind geil. Die sind sehr geil. Können wir, haben wir vielleicht schon einen? Ich gucke mal einfach. Komm, nein. Zombie. Boah. Wir werden es schon irgendwann lernen. Hey du. Mehr könnt ihr also nicht. Bleib stehen. Ihr habt keine Chance. So. Klar, Streitachs. Ja, ist ja etwas wert. Na, das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Hunger. Der kleine Hunger von unterwegs. Ich weiß es gar nicht, wo ist die andere Zauberin? Da bist du ja. Und tot bist du auch. 3 Star-Heiltränke, das ist wunderbar. Hat sich ja schon sehr gelohnt. Das meine ich ernsthaft. Star-Heiltränke sind halt... Gut, sehr gut. Die besten, würde ich mal sagen. Oder schon wieder so ein Riesen-Grommet. Autsch, das hat wehgetan. So, den haben wir dann auch noch schnell aufs Maul. Und hier kriegst du noch einen Stamm. Und dann sehe ich schon wieder so ein Spiel. Ja! Okay, jetzt ist er zurückgegangen. Ja! Du bist ein kleiner Frosch, kann das sein? So. Du warst ein kleiner Frosch. Ah, dann hätten wir doch vielleicht mit Morgensand töten können, dass wir demnächst erhabene Abendsand bekommen oder so. Und würdet ihr sagen, man erkennt schon etwas vom kleinen Replay. Ich habe nur 2 Replayer reingesteckt, deswegen, keine Ahnung. So, ein Obelisk, der ist sogar aktiviert. Das heißt, Ritter der Ordnung werden uns erwarten und ein Priester. Boah, das ist stark geworden zu sein. Boah, Gott. Wir machen unter... Nein, das wollte ich machen. So, dich will ich kaputt machen. Jetzt, ja. So deaktivieren wir die. Jetzt gucken wir nicht, dass okay, die geht mir jetzt auf den Piss. Sterb doch einfach. Herz. Herz. Du kleiner Pisser. Ah ne. Jetzt müssen wir das hier ausschalten. Hier ist ein zweites Herz, der Obelisk hier rein. Oder warte mal. Ich weiß nicht. Wie deaktiviert man nicht das Dinger? War das. Oder war das die Zufall, dass der hier mit rausgekommen ist? Drittes Herz. Okay, letzte Ordnung. Und das Ding ist auch kaputt. Du liebst, wundert mich ein bisschen. Ich hätte dich auch noch verliebt. Das machen wir doch direkt. Bam. Und vielen Dank für dein Herz. 10 Leben. Wo ist denn jetzt der Priester der Ordnung? Der ist wahrscheinlich irgendwie hier den Berg runtergekullert. Dabei hätte ich gerne... ein Inventar geplündert. Geguckt, was der so dabei hat. Da haben wir wohl Pech gehabt. Halen. Wir haben eine neue Ortschaft gefunden. Mit denen reden wir ein bisschen nach dem Winkel. Tempel. Ich bin auf eurer Seite. Dann renn doch nicht in meine Zauberer. Also nicht.
Gott, hier kann man nicht keine Körper einsetzen. Wir kennen keine Körper. Also nicht, nicht. Perfektes Atmungsschwert. Liegt viel. Ist aber auch viel wert. Nehmen wir eins mit. Mit auch zwei. Die können die immer noch abwerfen. So, machen wir einen Schnitt. Bis dann.